Ich will noch was über meine Eltern erzählen. Meine Eltern sind 72 und 82 Jahre alt. Und warum auch immer, die sind auf die Idee gekommen, die wollen jetzt Englisch lernen. Digga, die können nicht mal Deutsch. Die können jetzt so die Basics. He, she, it, you, mother, father, black, white. Und mein Vater zeigt auf meine Mutter und sagt, your mother. Ist so super. Meine Mutter zeigt auf meinen Vater und sagt, your father. So toll. Hauptsache, die sind glücklich. Ich bin bei denen zu Hause, ich lasse aus Versehen die Fernbedienung fallen. Ich so, fuck. Meine Eltern so, ist doch nicht schlimm, ist doch nur eine Fernbedienung. Aber warum hast du fuck gesagt? Ich so, ja, weil ich es fallen lassen habe. Ist Englisch, braucht ihr aber nicht. Die haben es aber gespeichert. Fuck für fallen lassen. Eine Woche später bei mir zu Hause, ich schaue fern, die beiden kochen was in meiner Küche. Auf einmal höre ich so knallen und klirren, irgendwelche Gläser fallen runter. Ich renne in die Küche, ich so, was ist denn hier los? Und meine Mutter will sagen, dass es mein Vater war und die ist ja auf diesem Englisch-Trip. Ich so, fuck your father. So, bitte was? Mein Vater so, fuck your mother. Ich so, könnt ihr mal aufhören mit diesem Inzuchtgelaber? Redet mal Deutsch oder Türkisch mit mir. Meine Mutter merkt, dass ich mich aufrege und will zugeben, dass sie es fallen lassen hat. Die so, okay, Yüksel, okay, okay. Fuck me.